Hallo, heute haben wir für euch wieder ein paar ganz einfache Sätze. Das Thema heute sind alles, was man so machen kann, wenn man, so wie ich zum Beispiel, am Wochenende zu früh wach geworden ist oder vielleicht unter der Woche von der Arbeit nach Hause kommt und einfach ein bisschen faulenzen möchte. Also ganz ruhige Sachen. Ich hoffe, das ist für euch auch ein bisschen interessant und ihr lernt was dabei. Wenn ich morgens aufstehe und es ist noch zu früh, ich habe nichts zu tun, dann lese ich sehr gerne. Ich kann mein Buch aufschlagen, ich kann in den Seiten blättern, ich kann mein Kapitel suchen, ich kann leise lesen, ich kann aber auch, wenn ich möchte und niemand zuhört, natürlich laut lesen oder vorlesen. Vielleicht habe ich ein Buch mit Bildern, die ich mir anschauen kann. Wenn ich keine Lust mehr habe, dann mache ich mein Buch wieder zu und ich lege es wieder weg. Dann natürlich kann ich auch Fernsehen. Ich kann den Fernseher anschalten, ich kann mir einen Film ansehen, ich kann mir eine Serie ansehen. Ich kann mir die Nachrichten ansehen. Vielleicht muss ich zwischendurch den Kanal ändern. Ich muss lauter machen. Ich muss leiser machen. Und am Ende muss ich natürlich auch alles wieder ausmachen. Ich kann mir auch ein Video ansehen. Zum Beispiel auf YouTube. Vielleicht lerne ich ja noch was dabei. Ich kann aber auch natürlich mit meinem Handy spielen. Ich kann meine Freunde anrufen. Ich kann SMS schreiben. Vielleicht poste ich ja etwas. Oder ich benutze mein Handy, um zu lernen, Vokabeln zu wiederholen. Oder vielleicht schaue ich mir ein Lernvideo an. Aber vielleicht habe ich auch Pech und mein Akku ist leer. Dann brauche ich mein Akkuladekabel. Das ist der Stecker vom Akkuladekabel. Und das hier, das rote, das ist das eigentliche Kabel. Der Stecker muss in die Steckdose gesteckt werden. Also ich stecke den Stecker in die Steckdose. Und das Kabel kommt dann in mein Handy rein. Wenn es morgen früh ist, dann brauche ich auf jeden Fall auch einen Kaffee oder einen Tee. Den hole ich mir jetzt. Das ist meine Tasse. Und hier ist schon die Kanne. Ich schütte mir etwas Tee in meine Tasse. Der Tee riecht gut, aber er ist noch sehr heiß. Ich muss erst pusten. Sonst kann ich mir die Zunge verbrennen. Sehr lecker. Vielleicht möchte ich auch was essen. Wir haben hier Bananen. Wir haben Kiwi, Mango oder vielleicht ein Granatapfel. Oh, eine Avocado ist auch noch da. Aber nein, ich habe keine Lust auf was Gesundes. Ich bleibe beim Tee. Das ist die allerbeste Art zu faulenzen. Ich hoffe, ihr kennt jetzt auch ein paar neue Wörter, mit denen ihr beschreiben könnt, was ihr gerne macht, wenn ihr gerade eigentlich nichts zu tun habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!